Ja, ich habe mein letztes Video über den Tod in Philosophie und Dichtung, habe natürlich nur zwei kurze Punkte erwähnt, zwei Stellen, die ich besonders Gedanken, die ich so besonders berührend und wichtig finde. Und jetzt zu dem Thema Spiritualität und Tod. Ja, welche Bedeutung kommt dem Tod in der Spiritualität zu? Und da haben die Menschen in früheren Jahrhunderten ein ganz anderes Verhältnis zu gehabt. Man nehme nur die römischen Feldherren oder bei der Kaiserkrönung, auch bei der Kaiserkrönung dann des späteren römischen deutschen Kaisers, des deutschen Kaisers römischer Nation genauer genommen. Also da wurde während der Krönung dem Kaiser gesagt, dass er gedenken soll, dass er ein Sterblicher ist, genauso bei der Papstkrönung. Und wenn ein Feldherr im alten Rom seinen Triumph erlebt hat, seinen Triumphzug gefeiert worden ist, durch die Römer geehrt worden ist, durch den Römer stand hinter ihm auf dem Triumphwagen ein Mann und hat ihm ins Ohr gesagt, gedenke, du bist ein Sterblicher. Also der Tod wurde immer in Alltag, ins Leben integriert. Die Wüstenväter haben ihren eigenen Tod meditiert. Die Yogis im alten Indien meditieren ihren eigenen Tod, nicht das Sterben, sondern auch den Tod, wie der Leichnam zerfällt. Und in den ganz alten Religionen, bei den indigenen Heilern, man kann nicht ein Schamane sein, wenn man nicht schon einmal gestorben ist. Da geht man natürlich davon aus, dass es einen geistigen Tod gibt. Und diesen geistigen Tod wird in manchen schamanischen Kulturen mehr rituell erzeugt. Was natürlich keine Garantie ist, auch mit sehr heftigen Maßnahmen oder Riten. Also zum Beispiel gibt es schamanische Gruppen in Sibirien, die begraben den Toten mit einer kleinen Röhre und der liegt dann unter der Erde im absoluten Dunkel, absolut hilflos, kann sich auch nicht selber befreien und macht so, wenn diese Erfahrung gut geht, eine Art Todeserfahrung durch. Und bei manchen Menschen wird diese Todeserfahrung gewissermaßen von außen geschenkt. Oft gibt es Menschen, die so etwas nach einem Unfall oder nach schweren Krankheiten, Operationen oder so, diese Nahtoderfahrungen, die etwas erforscht sind, wo es Bücher drüber gibt, macht, beziehungsweise wo diese Nahtoderfahrung in der Meditation oder wenn man in die Einsamkeit, ins Schweigen lange geht, dann machen Menschen diese Erfahrung. Und ohne die kann man gar kein Schamane sein. Und insofern ist es ein Witz, was in vielen bei uns heute oft passiert, wenn versucht wird, über Vorträge und über Übungen jemanden zum Schamanen zu machen und dann Leute sagen in der Esoterik, sie sind Schamanen. Die wichtigste Initiationserfahrung ist in der Regel bei indigenen Heilern, also Medizinmännern, in Afrika, bei den Indianern, Schamanen in Lateinamerika und Sibirien und Mongolei und Korea und in diesen ganzen Räumen, wo das noch existiert. Die wichtigste Erfahrung ist einfach die Todeserfahrung. Und ich selber habe früher Seminare gegeben, wo man seinen eigenen Tod meditiert. Ganz am Anfang, wie ich mit dieser Praxis begann, war ich eher indisch orientiert. Also da gibt es
die Tradition, dass man sich vorstellt, man geht zum Beispiel zum Arzt, der Arzt sagt, du hast noch ein Jahr zu leben, dann liegt man im Krankenhaus, verabschiedet sich, dann beobachtet man sein eigenes Begräbnis und dann den eigenen Verfall des Körpers. Später habe ich dann von Avanga Rinpoche ein Seminar besucht und da stellt man sich einfach vor, in dieser Art der Meditation, wie um unseren Kopf, unserem Schädel das Skelett frei wird, wie der ganze Körper zum Skelett wird, wie der Tod sich ausbreitet gewissermaßen, aber das macht man in der Meditation, stabilisiert durch die Meditation, also nicht alleine jetzt probieren und dann stellt man sich vor, wie dieser Tod sich im Gebäude, in dem man lebt, ausbreitet, in der Stadt, in der man lebt, sich ausbreitet, in dem Land, in dem man lebt, sich ausbreitet, in der Welt, auf der wir leben, sich ausbreitet, ja im ganzen Universum. Und in dieser Erfahrung bleibt man, das ist möglich, weil in der Meditation unser Gehirn anders ganzheitlich arbeitet. Und dann stellt man sich am Ende dieser Meditation vor, wie das Universum wiederbelebt ist, die Welt wiederbelebt ist, der Kontinent, auf dem man lebt und sitzt, das Land, in dem man lebt, die Region, die Stadt, das Gebäude und der eigene Körper wieder sich mit Fleisch wieder lebendig wird. Und ich habe diese Übung seit sehr oft in Kursen Menschen angeboten, gezeigt, da durchgeführt und ich mache sie selber jeden Monat einmal und es ist immer wieder interessant, welche allein körperlichen Vorgänge sich dadurch auslösen, also wenn man zum Beispiel vom Sport oder von einem stressigen Tag verspannt ist, dann lösen sich diese Verspannungen plötzlich schon während der Übung im Körper. Und wenn das Leben wieder zurückkehrt, dann fühlt man eine Freude, man fühlt sich getragen vom Leben, man ist vertrauensvoller und sieht die positiven Seiten des Lebens wieder sehr, sehr viel stärker. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis, warum zum Beispiel die viele Buddhisten, Buddhismus ist ja eine sehr leidzugewandte gewissermaßen Religion. Buddhismus sagt, die Grundwahrheiten des Lebens bestehen dass das Leben Leiden ist, das Leid lässt sich überwinden, aber dazu braucht man die Erleuchtung. Es ist ein sehr, sehr langer Weg, selbst Buddha ist diesen Weg nicht in einem Leben nach buddhistischer Auffassung gegangen. Das zeigt, dass das gar nicht so einfach ist, dieses Leiden, das Leben und wiedergeboren werden, heißt im Buddhismus Leiden. Deshalb geht es auch nicht darum, wie bei vielen esoterischen Ablegern, dass man dran hängt, dieses eigene Ich immer wieder zu reproduzieren, sondern da geht es eher um die Auflösung. Und Leben heißt eigentlich Leiden und trotzdem sind gerade viele tibetische Buddhisten, die ja jetzt auch in den letzten, also seit dem Zweiten Weltkrieg, sehr schreckliche Erfahrungen als Volk machen müssten, trotzdem so fröhlich und positive Menschen, weil diese Wahrnehmung, dass wenn alles sich ins Nichts gewissermaßen auflöst, wenn die Vergänglichkeit des Lebens ganz ernst genommen wird, gerade dann werden wir frei in diesem, was ich eben geschildert habe, dieses Leben voll auszuschöpfen und das, was wir in diesen Erfahrungen erfahren haben, auch anderen Menschen weitergeben als Trost, so wie Rilke es beschrieben hat in diesem Brief an die Gräfin Sitzo. Das war das Letzte, was ich im vorherigen Video besprochen habe. Kommt eine ganz große Freude, eine ganz große Milde und eine ganz große Güte. Dass die ihnen zuteil wird, ja, dass sie nicht nur von außen Menschen begegnen, die
die ihnen diese Güte und Milde vermitteln, sondern dass sie aus ihrem Leben selber heraus sie diese Güte und Milde erfahren können. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ich hoffe, dass dieses Video Sie ein bisschen angeregt hat, über ein Thema nachzudenken, dem wir alle nicht entgehen. Es ist, wie Rilke sagt, wie mit dem Mond, eine Seite ist abgewandt. Und wenn wir den ganzen Mond wollen, die ganze Fülle, die Rundung des Lebens, dann müssen wir diesen Kreis schon hier und im Jetzt schließen. Und wie gesagt, daraus erwächst nicht Trauer, sondern Freude. Diese Freude möge sie begleiten. Ihr Matthias Müller.